Das ist ungefähr die Mietnummer. In der Regel ist es so, dass die Leute bis zu einem gewissen Punkt mitgehen und dass es dann entweder sozusagen abbricht oder dass sie sozusagen auch bereit sind, quasi Dinge auszuprobieren, die sie noch nicht gemacht haben. So, Achtung. Alle nach oben. Nach außen. Sehr schön. Jetzt stellt ihr euch nochmal nebeneinander. Alle nach vorne. Alle nach außen. Nach oben. Spannend für uns der Ansatz, dass Menschen aus Adnang-Buchheim wiederum Menschen aus Adnang-Buchheim begrüßen. Also dass sie die Adnang-Buchheimer und Adnang-Buchheimerinnen gegenseitig willkommen heißen. Es war auch gar nicht so leicht, sie zu überzeugen, dass sie da mitmachen. Wir haben das halt in Informationsabenden dann versucht näher zu bringen und Verständnis für dieses Projekt herzustellen, dass die einen Zugang auch finden dazu. Und die Resonanz war eigentlich dann für uns eh erstaunlich gut. Also es gibt einige Adnang-Buchheimer und Rinnen, die unser Projekt total zu ihrem Projekt gemacht haben und jetzt auch fast jedes Mal dabei sind und in der Wir-Form reden und sie wirklich total annehmen. Besonders wichtig, also sowohl für die, die aussteigen und die begrüßt werden, aber auch für die, die begrüßen. Also diese Besonderheit in dieser Begegnung war uns für beide Seiten eigentlich wichtig. Vor allem haben wir schon versucht, dass man selber dieses herzlich willkommen, dass das authentisch ist, also dass das wirklich stimmig ist mit uns. Es ist jetzt schon ungewöhnlich, wenn wer wütfremder auf dich zukommt und
dir entweder die Hand gibt oder ein Fähnchen reicht oder mit dir einfach reden will. Und da merkt man, dass manche Leute kurz die Panik packt und darum biegen sie dann ab. Aber andere haben den Koffer echt abgestört, damit sie da die Hand geben können. Also das war einfach auch total klasse. Also ich glaube schon, dass es für viele eine Unterbrechung ist. Also dass das schon nicht nur positiv aufgefasst wird, sondern auch mitunter sehr, dass man wem sehr zu nahe tritt oder Grenzen überschreitet, wenn man auf einen so zugeht. Und das habe ich manchmal auch recht spannend gefunden, dass wirklich ja im ersten Moment eine totale Ablehnung da war. Aber wenn du dann irgendwie standhaft bleibst und dem wirklich die Hand entgegenstreckst, dass das dann schon passiert, dass es kippt und auf einmal lacht die wer an und gibt da die Hand. Also das kann schon, das ist ein paar Mal passiert eigentlich, dass das ziemlich gewechselt hat. Also jetzt schiefer du nächste Nummer in meiner Sendung für eine Berlin. Ciao, ich wünsche dir einen schönen Tag. Others have their head started in 2009, and then I heard about this festival and I heard about the concept and I proposed a specific way that this project would be given to the people. And the concept here is that for groups I give a series of talks, and in the talks I explain how it is that I'm started doing this action, and it's really I'm bearing my soul and I'm sharing some kind of life-changing things and frustrations and then conclusions, and then we start very gently in the talks to explore their environment, and I take pictures with a little iPod touch, and it's very gentle in documentation, and then they soon gain confidence, and then they start to seek normally their own places, and then we film this. Now that's the very structured way of the presentations that I do, and the people are great, they're really open. They just think, yeah, I think they don't know what to think actually, and then they have a go, and they really like it, they're really proud. I found this hole and I was fascinated by this hole. This action for me was quite representative of my life, because all of a sudden it's mother artist work, and this is how it should be. But I had no balance in my life, and it was very difficult for me to make artwork. And it's very important for me to make art, it is my life. I resolved my frustration with this balance of Mutter and Künstlerin, and made a piece with my son. And for me, this piece is a very private piece, because it comes in from left of camera, he plays, and then he comes past camera, and he only ever looks at me once. And the interaction between us is very solid. The best position is to be in this position, which is very static, and the body is neither male nor female. I opened up my practice to my students, and
when this happened, it was very interesting for us, because then it went from head in a hole woman to others have their heads. When you find an object and you put your head into it, or you change just the position of your body, or you do something unusual, that it's like having a small holiday for life. When you take this away, you become a non-male or female, but you also, it's like a small holiday. So this, and also whatever you put your head into becomes special because you experience it from a different way. And what, are you okay? I'm okay. You're good, great. Do you have air? I have a vape from every day. Yeah, it's great, isn't it? It's so nice. It's really such a strange feeling. Yeah, and camera people have to do it too. Bei uns war vor kurzem neben der Straße auch so ein rundes Loch. So it's just more and more people now, and they know I'm here from 2 to 8, and they can come and see the pieces, and yeah, it's, I'm having a great time, I must say. Yeah. Sie können gerne hereinkommen, alle da draußen. Ja, es gibt zum einen Texte aus Dorfdefekt-Mutanten, das ist ein Heimatroman, so wie ich mir einen Heimatroman vorstelle. Begonnen habe ich die Arbeit dazu als Stadtschreiber damals in Vöcklabruck. Mehr dazu später. Um 5 haben wir bereits beide 3 halbe Intus. Claudia 2. Claudia ist ein Jahr jünger als Klaus und ich. Die Bierbänke und Biertische stammen von der Brauerei aus dem Nachbarort. Eine der Banken im Dorf stellte die Tischdeckenfolie zur Verfügung, eine andere die Servietten und die dritte den Tombola-Hauptpreis. Einen Bausparvertrag mit 12x667 Schilling fürs erste Sparjahr. Claudia sitzt in der Mitte und hat 2 Oberschenkel. Klaus ist Linkshänder, ich Rechtshänder. Der Bierkrug lässt sich auch mit der schwächeren Hand heben. Aber man kann immer über Oder und Aber sinnieren. Über Ober, Unter, Hinter, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Man kann sogar, während man etwas ölt, etwas auswechselt, etwas putzt, justiert, dekoriert, optimiert, koordiniert, konstruiert, normiert, hydriert, zusperrt, zugibt, zuzelt, zurückerstattet, zu viel Daten schneidet, isst oder einen Kaffee an der Bar trinkt, über Oder und Aber sinnieren. Aber wer beim Subtrahieren, Differenzieren und Integrieren über Oder und Aber sinniert, der scheint sich schwer verwirren zu lassen. Wer beim Fotografieren oder Diskutieren über Oder und Aber sinniert, der ist entweder nicht ganz bei der Sache oder aber äußerst multitasking-talentiert. Wer aber während des Onanierens auf allen Vieren über Oder und Aber sinniert, ist schon etwas eigen. Ja, Herrschaftszeiten, was soll denn das heißen? Österreich ist frei. Österreich ist freilich anders. Österreich ist eine Gedächtnislücke mit System. Österreich ist frei nach der allgemeinen Physik ein schwarzes Loch, das unliebsame Erinnerungen schluckt und nicht verdaut, sondern verschwinden lässt. Die Vergangenheit und das Universum, dunkle Materie. Dabei geht es uns doch gut. So gut, sehr gut geht es uns. Und gut und gut und gut geht es uns. Gut und schön Österreich, auch schön und gut Österreich. Schon schön,
nur leider nicht ganz sauber. Schlaf gut und bleib wenigstens in Zukunft sauber. Träum schön, aber vergiss nicht immer gleich alles, was dir nicht in den Kram passt. Okay, danke. Für uns ist das ein Lebensprojekt, weil seitdem wir uns kennen. Seit wir uns kennen, reden wir darüber, dass sie gern ein Mann wäre und ich gern ihr Geschlecht annehmen würde. Ich wäre echt gern ein Mann und du das wäre gern. Wenn es sein muss, eine Frau. Ja. Damit wir dann auch wirklich zueinander finden. 136. Weil ich würde ihn als Frau gerne abschleppen, aber ich lasse mich nicht als Frau gerne abschleppen. Das ist das eigentlich, ja. Und so entstand das. Und hier in Adnan haben wir das erweitert auf Haut, Politik, Religion. Und Religion. Ja. Aber es gibt dann noch so Nebenbereiche.